Ja, dann nach der kurzen Pause, Umbaupause, wie es beim Theater so schön heißt, und wir sind ja hier in einem Medientheater, nach der kurzen Umbaupause haben wir einen weiteren Vortrag zum Thema Zeit, Software und Schichten des Computers. Zwei Studierende aus einem meiner Kurse, nämlich Thomas Mückel und Christoph Rohrbach, stellen Ihnen heute das Spiel des Lebens vor. Das kennen sicherlich viele von Ihnen, die mit Computerspielen in gewisser Weise schon zu tun hatten. Die anderen, die eher mit Informatik zu tun haben als mit Computerspielen. Ich habe mir sagen lassen, das ist durchaus ein Unterschied. Werden es aber trotzdem kennen, weil es sich um Automaten handelt, und zwar um Automaten als Modelle für Berechenbarkeit. Und hier sind es ganz besondere Automaten, nämlich Zellularautomaten. Das ist wiederum eine Erfindung, die bis in die 40er Jahre zurückreicht, bis zu John von Neumann, die über die Jahrzehnte hinweg immer mal wieder diskutiert wurde. Zuse hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, der rechnende Raum, was man mit zellularen Automaten sonst noch so machen kann. Richtig populär wurde es allerdings in den 70er Jahren, als John Horton Conway sein Game of Life geschrieben hat. Anfang der 70er Jahre hat er dafür gesorgt, dass am MIT zahllose Studenten aufgehört haben zu studieren, um mit Game of Life Experimente zu machen. Er hat da unter anderem 50 Pfund oder 50 Dollar Preisgeld ausgeschrieben, falls jemand beweisen kann, dass das Game of Life nicht unbedingt ein Ende haben muss, dass es ein grenzenloses Wachstum gibt. Er hat es anders genannt, er hat gesagt, baut mir jemand bitte eine Gleiterkanone. Was eine Gleiterkanone ist, werden wir wahrscheinlich gleich noch zu hören bekommen. Eher nicht, höre ich gerade, also zeigen wir Ihnen dann später. Ich habe jedenfalls ein Seminar gemacht zur Assembler-Programmierung des Signetics 2650. Das ist ein Prozessor, der aus den 70er Jahren ist. Da hat Thomas Mückel teilgenommen und hat zwei von diesen Zellularautomaten programmiert, einen mit mir zusammen und einen im Alleingang, ein Game of Death und mit mir zusammen Game of Life, ich bin da positiver eingestellt. Und dann habe ich später noch ein Masterseminar gemacht über Zellularautomaten. Man muss wirklich vorsichtig sein, wenn man mit diesem Thema anfängt. Denn es gibt Leute, die haben ihre gesamte berufliche Karriere auf dieses Thema gesetzt. Man muss irgendwann wieder damit aufhören können. Ich glaube, das ist wichtig, dass man mit Zellularautomaten auch wieder aufhört. Andere hängen da noch drauf, aber das ist natürlich für euch nicht relevant. In diesem Seminar ging es jedenfalls um die Geschichte und auch um die Implementierung von Zellularautomaten. Und heute wird einer unserer Automaten im Detail vorgestellt. Und es wird die Frage zu beantworten sein, wie die Zeitschichten des Computers, die Zeitgeschichten des Computers auf zellularer Ebene funktionieren. Ich gebe damit gleich ab an euch zwei, um nicht noch mehr Zeit zu verschwenden, denn es ist Zeit für den Vortrag. Also auch wir wollen Sie nochmal ganz herzlich begrüßen und danke auch nochmal an Dr. Höldtke für die einführenden Worte. Bist du leise, ja? Ja, das ist hier. Das können wir auch nehmen, wenn das alles, ja. Okay, es wird tatsächlich heute um einen zellulären Automaten gehen in diesem Vortrag, den wir auch schon mal zeigen können, allerdings im ruhenden Zustand. Uns wird sie noch zeigen, dass das entscheidend ist, ob er in einem ruhenden Zustand ist oder eben nicht. Wenn Sie im Programmheft das Abstract gelesen haben, dann ist dort die Rede von einem Oszillographen und auch von Hochgeschwindigkeitskameras. Und für all diejenigen, die genau deswegen die weite Reise auf sich genommen haben, muss ich leider sagen, das wird nicht vorkommen in unserem Vortrag. Das ist aus einer sehr frühen Projektidee, hat sich nicht umsetzen lassen dann. Der Vorteil dieser Sache ist aber, dass Sie schon sehen, dass das, was wir heute vorstellen wollen, nämlich die Frage nach der Zeitlichkeit, also die Suche nach der berechneten Zeit, dass das nicht der Königsweg sein kann auf der Suche nach der Zeit im Computer, sondern nur ein Vorschlag, eine spielerische Idee, zu der es sicher viele andere Alternativen gibt. Wir werden hier öfters wischen müssen, damit das Bild da bleibt, denn der Bildschirmschoner ist noch angestellt. Die große Frage ist nun, und das klang ja schon in den einleitenden Worten von Professor Ernst und auch in dem Vortrag von Dr. Höldtken an, was sind Zeitschichten im Computer, was ist Zeitlichkeit im Computer? Ist es etwas, was wir nur physikalisch bzw. mathematisch fassen wollen, oder ist da mehr dahinter? Wir werden versuchen, da etwas philosophischer ranzugehen und haben deswegen auch das Zitat von Augustinus vorangestellt, sozusagen schon als kleine Entschuldigung, falls wir keine wirklich prägnante Antwort am Ende liefern können. Es ist mehr eine Suche als tatsächlich das Finden einer Antwort. Trotzdem haben wir hier noch ein Zitat, das ich Ihnen noch zu Gehör bringen werde. Da kein Bildschirm da ist, muss ich hier vorgehen. Das ist von Professor Ernst aus dem unten angegebenen Buch und er schreibt dort genau zu dem Thema Zeitlichkeit und prozessierende Medien. Und zwar schreibt er, aus kartesischer Perspektive ist Denken prinzipiell mechanisierbar,
Zugleich aber ist mit Heideggers Begriff der Entfaltung der Wesenszug genannt, der operativen Medien im Vergleich zu trivialen Maschinen eignet, dass sie sich immer erst im prozessualen Vollzug entbergen, also in ihrer Zeitlichkeit. Die Erinnerung an den antiklateinischen Doppelsinn von Computare ist damit mehr als ein Wortspiel. Das oszillierende Doublebein von Denken und Rechnen ist die Aufgabe, die der abendländischen Medienkultur zu denken aufgegeben wurde. Das heißt, das ist vor allem genau hier die Aufgabe der hiesigen Medienwissenschaft, das zu denken. Was heißt das? Ich erlaube mir das ein bisschen runterzubrechen, für die, die mit unserer Medienwissenschaft nicht so vertraut sind. Das heißt vor allem, dass ein Computer in unserem Sinne nur dann ein Medium ist, wenn er tatsächlich angeschaltet ist und prozessiert, wenn er im Shannonschen Sinne ein Kanal ist, durch den Information verarbeitet wird, übertragen wird. Ist er ausgeschaltet, dann ist es in unserem Sinne auch kein Medium. Das heißt, wenn wir im Sinne der hiesigen Medienwissenschaft und vor allem in der Methode der Medienarchäologie, die wir hier verwenden, ein Medium betrachten, ein technisches Medium vor allem, dann müssen wir das in zwei Bereichen tun. Und zwar einmal im Bereich der Logik und der Mathematik. Also das geht hin bis zu Schaltplänen und allem, was aufzeigt, wie etwas funktioniert. Und auf der anderen Seite aber auch das Medium als real implementiert ist. Weil nur dort ist die Zeitlichkeit zu finden, die aber essentiell ist. Das zeigt sich zum Beispiel an dem Unterschied zwischen der Turing-Maschine, wie sie Turing 1936 konzipiert, auf dem Papier, wo man sagen kann, er macht das noch mehr als Mathematiker, als Reaktion auf David Hilbert. Und im Vergleich dazu Colossus oder später die ersten Computer mit von Neumann-Architektur, die hochgradig zeitkritisch sind, da sie einen Takt besitzen müssen, um sie zu synchronisieren. Sonst würde das Ganze, so wie es geplant ist, gar nicht funktionieren. Also sozusagen an der Wurzel der Digitalität steht dieser Takt. Ist hier jetzt schon mal ein Bild aufgetaucht oder noch nicht? Das ist natürlich schade. Aber wir sind doch darauf vorbereitet im Zweifelsfall. Gut, wir werden sehen, ob das Bild da ist, bis wir es brauchen. Ansonsten haben wir auch ein Standbild, was natürlich die ganze Sache so ein bisschen untergräbt, medientheoretisch, weil es geht ja eigentlich genau um das Prozessieren des Mediums. Aber wir werden sehen. Bevor ich Ihnen vorstelle, was wir in unserem Beitrag, der für den Sammelband von Time to Play ist, für Hardware und Software verwendet haben. Also wir machen das einfach gleich, um Zeit zu sparen. Das hier ist der Instructor 50, ein Lehrcomputer aus den 70er Jahren. Das ist die Plattform, auf der wir in den zwei Semestern, die Dr. Höltgen angesprochen hat, programmiert haben, allerdings nicht direkt auf dieser Plattform, denn wir hatten nur eine davon und es ist schwer, hier wirklich Timesharing zu betreiben, sondern wir haben den Emulator Win Arcadia verwendet, den Sie hier sehen. Und es sind mehrere Programme in diesen Kursen dafür entstanden. Wie Dr. Höltgen schon sagte, hat er ein Game of Memories konzipiert, das dann von ihm und mir programmiert wurde. Game of Memories deswegen, weil es in einer emulierten Speicherbank des Instructor 50 stattfindet. Das heißt, es gibt keine Chance auf der Originalmaschine, das hier jemals zu sehen. Allein schon, weil wir nur eine 7-Segment-Anzeige zur Ausgabe haben und hier noch 8 LEDs. Gute Idee. Ja, hier sehen Sie das Spielfeld und hier unten sehen Sie den Emulator. Sie sehen das gleiche Hello auf beiden Anzeigen. Ich will jetzt ganz phänomenologisch vorführen, was dieses Programm Game of Memories macht. Sie sehen hier Fraktale, also zwei Zellen sind schon da, das sollten Sie eigentlich nicht, ist aber im Programm genauso vorgesehen. Ich müsste auf Start und gleich wieder Stopp drücken, um das Feld leer zu kriegen und die Maschine ist einfach so viel schneller als ich. Bis zwei kann man es schaffen. Sie sehen jetzt, dass der Zufallsgenerator das Feld mit Zellen füllt und dann, wie es schon anklang, findet eben ein Game of Life statt. Das heißt, Game of Memories ist ein Game of Life und ich denke, Sie meistens sind vertraut mit zellulären Automaten bzw. mit den Regeln von Game of Life. Jedenfalls wesentlich ist, dass eine Zelle in einem diskreten Zeitschritt auf Grundlage ihrer Nachbarn berechnet wird. Und bei einer bestimmten Anzahl von Nachbarn überlebt sie, bei einer bestimmten Anzahl von Nachbarn stirbt sie. Das heißt, es geht immer um Nachbarschaften in diesem Spiel. Noch ganz kurz zum Aufbau. Es geht uns auch um Zeitschichten, beziehungsweise eher um computerisierte Schichten, um berechnete Zeitschichten, wobei dieser Terminus natürlich noch nicht festgezurrt ist. Das heißt, wir werden beim User beginnen, wie in unserem Beitrag, dann weitergehen auf die Ebene des Monitors,
und dann die Ebene der Software, der Hochsprachen komplett ausklammern. Das heißt, dass wir hier einen Emulator verwenden auf dem Betriebssystem, das ist ein schwarzer und ein blinder Fleck unserer Untersuchung. Um schließlich dann gleich bei der Ebene des Codes, wie er hier ablaufen könnte und hier implementiert ist, anzukommen und dann uns noch mit den Schallzuständen in der Maschine zu beschäftigen. Ja, guten Tag auch von meiner Seite aus. Wie Thomas Nückel gerade schon angekündigt hat, werde ich mich zunächst kurz in einigen Sätzen um den User kümmern, um den Spieler, den Benutzer, um so dann etwas über den Monitor als solchen zu sagen. Mit anderen Worten werde ich Ihnen etwas sehr Oberflächliches erklären, was Thomas Nückel so dann auch gleich wieder erden wird. Wie wir gerade gesehen haben, ist, womit wir zu tun haben, tatsächlich ein Game of Life, das allerdings zwar den Spielbegriff im Namen trägt, sich dem konventionellen Spiel und seiner Definition allerdings widersetzt, denn der Mensch ist hier nicht in das Spiel aktiv eingebunden. Es ist vielmehr ein Delegieren des Spiels an einen Computer, also ein Aufheizen des Computerspiels im Sinne McLuhans und eine Unterwerfung unter sein Zeitdiktat. Aus dem tatsächlichen Spiel ist ein Null-Personenspiel geworden, das der Computer selbst übernimmt. Also es ist vielmehr ein buchstäbliches Computerspiel, in welchem der Homo Ludens, wie es so schön heißt, der spielende Mensch sich lediglich noch in Passivität übt, nachdem er natürlich Anfangskonfigurationen festgelegt oder durch Zufall bestimmt hat und ein Regelset bzw. einen Algorithmus festgelegt hat. So ist der Mensch hier nicht mehr Spieler eines Spiels, sondern tatsächlich User einer algorithmischen Simulation. Und dennoch schlägt der Moment des Spielerischen durch. Nicht umsonst trägt das Spiel ja auch den Spielbegriff im Namen. Klaus Pias erinnert in seiner Dissertation Computerspielwelten an ein Spiel, das mit dem vorliegenden systematisch und von seiner Genese her vergleichbar ist. Ein Spiel von George Gamow, welches jener 1950 entwickelte, ein Panzerspiel, das Kriegsspielen aus dem Bereich von Sandkästen und Zinnsoldaten hin in Computerzentralen verschob und vielleicht genau deshalb ironischerweise Tin Soldier genannt wurde, bevor es 1954 pathetisch Maximum Complexity Computer Battle genannt wurde. Jenes Spiel galt als solches der Analyse erfolgreicher und nicht erfolgreicher Taktik bei Panzerschlachten, also der spieltheoretischen Handhabung von Operations Research, eine Computerisierung des reißfischen taktischen Kriegsspiels. Im März 1952 sandte eben jener George Gamow eine Kurzbeschreibung des Spiels an John von Neumann, die das Anliegen und auch die beabsichtigte Spielgenese beschreibt, also vom haptischen Spiel hin zur Computerisierung desselben Spiels. Was somit vergleichbar ist mit der Spielgenese, die wir vom Game of Life her auch kennen. Und zwar schreibt jener George Gamow, in connection with my work here, er meint das Operations Research Office der US Army an der Johns Hopkins University, I have developed a tactical tank battle game, which we play here with real tanks from the 5 and 10 cents store. The rules are included and it is a lot of fun. But the actual purpose of the game is to put it on the IBM. I visualize something in the way of the Monte Carlo method. Die Parallelen zu Game of Life hier sind hoffentlich offensichtlich. Wie im zellulären Automaten diente dieses Spielfeld von Tin Soldier als systematisches Raster gleichartiger Zellen, die eindeutig definierte Zustände einnehmen konnten. Es wurde eine Ausgangssituation konfiguriert, die nach festgelegten Regeln, also einem buchstäblichen Algorithmus, abgearbeitet werden konnte. Und die entscheidende Instanz war nicht mehr der Spieler mit Strategie, Gedächtnis, Lernfähigkeit, Klugheit oder Dummheit, sondern das Regelset, also die real implementierte mathematische Formalisierung des Spiels. Der Reiz des Spiels liegt nun also in einer, Zitat Pia, Serialität von Spielen ohne Subjekt. Bezogen auf das Game of Memories bzw. Game of Life ist das quasi sehr ähnlich. Also die durchgeführten Rechenprozesse könnten zwar auch vom Menschen
mit Stift und Papier nachvollzogen werden. Dieser bräuchte dafür allerdings so lange, dass eine lebensähnliche Wirkung, wie sie der real implementierte Zellularautomat hervorruft, ausbliebe. Die berechnete Zeit, also auf der Suche nach der berechneten Zeit für den Spieler, ergibt sich so die erste sehr banale wie basale Folge, dass die Zeit der Oberfläche, also die Zeit für den Spieler, tatsächlich einfach nur die Länge des Spiels ist, das entweder endlich oder unendlich sich vollzieht. Widmen wir uns nun daher einer darunterliegenden Zeitschicht, der Zeit des Monitors und der Entzifferung des technischen Bildes, denn frei nach Wilhelm Flusser heißt technische Bilder zu verstehen, Zitat, nicht das von ihnen gezeigte entziffern, sondern ihr Programm aus ihnen herauszulesen, Zitat Ende. Die Erfolgsgeschichte des Monitors verdankt sich maßgeblich dem US-amerikanischen Luftverteidigungssystem SAGE, dem Semi-Automatic Ground Environment. Dieses nutzte Monitore zur Datenvisualisierung, um Radaroperateure in Echtzeit qua Lichtgriffel oder Light Gun, wie sie in der militärischen Rhetorik der Zeit noch hieß, in die freien Feindklassifizierung der Ortungsergebnisse einzubinden. Aber auch die Logik jener Rastergrafiken nach Kittler ist ein Erbe von Radartechnik. Kann das klassische Fernsehbild lediglich Zeilen statt Pixel adressieren, waren und sind Radarbildschirme auf die exakte Adressierbarkeit einzelner Bildpunkte angewiesen. Denn nur wenn jeder Bildpunkt mit exakt einem realen Raumpunkt korrespondiert und nur dann können eben auch als solche markierte Feinde, also mit der Lichtgun markierte Feinde, vom Himmel geholt werden. Die Schnittstellen von Radargeschichte und Computergeschichte, wenn wir über Monitore reden, ist aber mannigfacher. So wurden zum Beispiel auch aus den analogen Radarmonitoren digitale Speicherröhren, im Zitat Peter Berz, Zweckentfremdung einer analogen Bildübertragungstechnik. Ein flüchtiger Speicher, dessen Anliegen es zunächst war, zu speichern, statt von menschlichen Augen gesehen zu werden, was dann ein Nebeneffekt jener Tubes war, die sich hier selbstreferenziell anschreibt und nicht als Radarmonitor mehr auf einen Himmel verweist, sondern selbst, wenn man so will, ein himmlisches Bild ist. Die Umkehrung jener Logik der eindeutigen Adressierbarkeit aller Bildpunkte als reale Raumpunkte ist, dass natürlich auch, wie wir hier sehen, Bilder gestaltet werden können, die auch Bewegung simulieren können. Das Zentrale, wie wir es beim Game of Life sehen, dass hier eine Bewegungsillusion zustande kommt, ist entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass es sich hier um den Phi-Effekt handelt, der sogenannte Beta-Effekt, eine Bewegungsillusion durch das Aufleuchten und Erlöschen konkreter Bildpunkte, die uns als Bewegung erscheint. Also währenddessen beim Phi-Effekt die Bewegungsillusion ja deshalb zustande kommt, dass eine minimale Differenz tatsächlich zwischen den Bildern enthalten ist und so der kinematografische Effekt ja auch zu erklären ist, sind hier tatsächlich ja im Bild, also ist diese Bewegungssimulation eine andere. Tatsächlich bewegen sich diese Zellen ja nicht, sondern leuchten an ihrem konkret adressierten Bildpunkt auf. Und dennoch sind Digitalbilder am Monitor in ständiger Bewegung, wenn sie denn überhaupt noch Bilder sind. Denn der Monitor scheint Bilder zu zeigen. Es wäre aber viel besser formuliert zu sagen, dass er diese Bilder zeitigt. Die Pixelbilder des Monitors sind eine zweidimensionale Verräumlichung von Datensätzen als Zeitphänomen. Dabei wird das digitale Monitorbild, wie schon gesagt, zeilendiskret und punktweise aufgebaut und folgt somit der Logik abendländischer Schriftnotation. Eine Dynamisierung des Raums, unterworfen unter das Zeitdiktat des technischen Mediums, welches gewährleistet, dass menschliche Augen die ihm eigene zeitkritische Wirkmächtigkeit nur noch oberflächlich und das heißt als Konsumenten wahrnehmen können. Nicht umhin nannte Wilhelm Flusser auch den ersten Entwurf seines Buchs Ins Universum der technischen Bilder Lob der Oberflächlichkeit. Frieder Nake referiert auf jene Oberflächlichkeit, indem er digitalen, algorithmischen Bildern eine sichtbare Oberfläche und eine verborgene Unterfläche zuweist, also den Doppelcharakter des digitalen Bildes erklärt als, Zitat, es, das Bild, besitzt nun auch eine unterflächliche Innerlichkeit bzw. ist Oberfläche und Unterfläche zugleich,
Beide, das ist entscheidend, sind objektiv vorhanden. Die Oberfläche besteht für den Benutzer, die Unterfläche für den Prozessor mit Programm. Die Bilder, die wir sehen, sind also berechnete Zeitphänomene, aber tatsächlich ja noch nicht unsere Antwort auf die Frage nach der berechneten Zeit. Und damit möchte ich wieder zu Thomas Nückel überleiten. Ja, Sie sehen schon, in unserem Vortrag geht es weniger um eine Zerlegung des Spiels in den Zeitschichten, was ja auch nur eine Rekursion wäre auf Dr. Höltgens Vortrag, sondern mehr darum, die Schnittstellen zwischen diesen Maschinen und zwischen unserer Medientheorie aufzuzeigen, die wir epistemologisch interessant halten in Bezug auf die Frage nach der Zeitlichkeit. Trotzdem wollen wir jetzt einen Blick auf diese Grafik werfen und sie abgleichen mit dem Teil im Assembler-Code des Programms, der auf die Verhältnisse der Nachbarn rekurriert. Wir sehen hier einen Ausschnitt des Codes, wie er auf dem Instruktor 50 laufen könnte. Für die, die nicht mit Assembler vertraut sind oder das nicht, wahrscheinlich sind viele, die es besser programmieren können als wir zwei, aber dennoch für die, die damit noch nicht gearbeitet haben. Hier links stehen die Adressen in hexadezimalen Werten, so wie sie auch im Instruktor eingegeben sind. An diese Adressen werden dann mittels dieser hexadezimalen Tastatur, Sie können die nachher gerne näher anschauen, wenn Sie nach vorne kommen, werden bestimmte Opcodes eingegeben, die sehen Sie hier in der Mitte. In der obersten Zeile zum Beispiel A510, auch hexadezimal. Diese Opcodes sind nichts anderes als eine Umrechnung der Folge von Bits, wie Sie sie hier sehen, wie sie dann tatsächlich auch dem Spannungsverlauf in dieser Maschine entspricht. Deswegen reden wir in unserem Beitrag auch nicht von Assembler, sondern wir leisten uns von Maschinensprache zu sprechen. Hier sehen Sie die Bitfolgen und hier sehen Sie nochmal den Spannungsverlauf. Aber ich denke, das Ganze ist relativ selbsterklärend. Dazu kommen wir gleich. Wir gehen vor allem deswegen davon aus, dass wir hier von Maschinensprache sprechen können, weil genau diese Mnemonics hier oben ein Akronym sind und eine Bedeutung tragen, das heißt semantisch aufgeladen sind, wie SUBI in diesem Fall zum Beispiel. Die Abkürzung ist für Subtract Immediate, also die Anweisung schon beinhaltet, die ausgeführt werden soll, nämlich vom Wert, der in Register 1 gespeichert ist, R1, den Wert, der in der im zweiten Byte der Instruktion übergeben wird, 1.0 abzuziehen und das Ganze wieder in R1 zu speichern. Das heißt, normalerweise, zumindest so wie wir das gemacht haben, wird später dann mit diesen Mnemonics gearbeitet. Wenn man, so wie wir, didaktisch herangeht, fängt man an mit diesen Opcodes. Und noch vorher gab es, glaube ich, auch das Unternehmen, wo mit diesen DIP-Schaltern gearbeitet wurde, wo tatsächlich die Bitfolgen eingegeben wurden. Das Einzige drunter wäre noch, dass man vielleicht mittels Induktion diese Spannungskurven selbst erzeugt, um den Computer noch mehr zu verstehen in seiner tiefsten Schicht. Mit diesem Wissen können wir uns der grafischen Ausgabe zuwenden. Und zwar möchte ich eine ganz bestimmte Zelle betrachten, und zwar die Zelle, diese hier, die Zelle F0, in der Reihe F und Spalt 0. Die Frage ist, welche Nachbarn hat diese Zelle? Eigentlich eine simple Frage. In Game of Life haben wir Moore-Nachbarschaft, das heißt nicht nur die orthogonal anliegenden Zellen zählen als Nachbarn, sondern auch die diagonal anliegenden Zellen, also alle Zellen außenrum, um die zu beobachtende Zelle zählen dazu. Das heißt, wir haben normalerweise 8 Nachbarn, im Fall der Eckzelle natürlich nur 3. Und zwar sind das die Zellen F1 rechts daneben, E0 oben drüber und E1 an der Diagonale. Wenn wir jetzt in den Code blicken, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, zu Beginn dieser Instruktionenliste im Programm ist schon einiges passiert und wir sind hier da angekommen, wo die Nachbarwerte, also die Werte der Nachbarzellen ausgelesen werden sollen. Im Moment ist in Register R1 der Wert gespeichert, der die Adresse bezeichnet, der Zelle, deren Nachbarn wir auslesen wollen, also den Wert F0. Wir kennen jetzt den Opcode A510 schon, und zwar wissen wir, dass das bedeutet, dass von diesem Wert, von der Adresse der Nachbarzelle also, der Wert 1.0 abgezogen werden soll. Das passiert, wir kommen folgerichtig, da wir im hexadezimalen System sind, bei E0 raus und haben also einen Sprung gemacht mit R1 hin zur oberen Zelle. Das Triviale und gleichzeitig aber in Bezug auf unsere Fragestellung Wesentliche ist, dass aufgrund dieses Codebeispiels, das anzeigt, was in der Maschine passiert, und das muss passieren, und es ist zeitkritisch, es dauert eine gewisse Zeit, bis es passiert, die obere Zelle, E0, gar kein direkter Nachbar von F0 ist. Das mag für alle, die viel mit Assembler arbeiten, nicht überraschend sein.
Es wird in dem Moment aber nicht mehr trivial, sondern problematisch, wenn wir uns fragen, welchen Status der zelluläre Automat denn tatsächlich hat und ob dieser zelluläre Automat, Game of Memories, den gleichen Status auf dem Emulator hat, wie er ihn hier in dieser Maschine hat. Wir erinnern uns, diese Maschine hat keine Ausgabe, die das darstellen kann. Und aufgrund der technomathematischen Adressierung der Zellen handelt es sich auf der Maschine gar nicht um ein Game of Life, sondern um einen eindimensionalen zellulären Automaten auf einem langen Band von hexadezimal 00 bis FF, der etwas kompliziertere Regeln hat, für Menschen komplizierter. Und zwar werden einfach Zellen als Nachbarn tituliert, die bis zu 17 Zellen entfernt sind. Mehr ist das gar nicht. Das heißt, was wir hier sehen und das, was uns, beziehungsweise Herrn Hölkin, das konzipiert hat, dazu veranlasst hat, das überhaupt so aufzubauen, ist die grafische Täuschung durch den Emulator. Was eigentlich ein Vorteil sein soll zur Analyse von Fehlern und anderen Sachen, hat uns so weit getäuscht, dass wir ein Programm geschrieben haben, das natürlich wieder einen gewissen ästhetischen Mehrwert mit sich bringt. Aber dennoch ist das eigentlich nicht das, was in der Maschine passiert. Das wird in dem Moment entscheiden, wenn wir uns fragen, wo wir denn überhaupt in welcher Schicht nach der Zeitlichkeit der Maschine, wenn es sowas denn gibt, suchen wollen. Denn dann entscheidet sich, was wir vor uns haben. Was hier also passiert ist, dass die Episteme, wenn man das so nennen will, der Schrift mit Zeilenumbruch, also das, was eigentlich in jeder Rastergrafik eingeschrieben ist, sich über das stülpt, was eigentlich passiert. Sie werden es nachher sehen, wir haben noch Beispiele mitgebracht. Wenn wir diesen Automaten so realisieren, wie er eigentlich ist, dann ist es eigentlich nicht mehr hübsch, ihn anzugucken hier, weil der Bildschirm nicht dafür ausgelegt ist. Und unser Blickfeld natürlich auch nicht. So viel erstmal dazu. Genau, so zu viel zu dem Game of Life als solchen. Wenn wir auf der Suche nach der berechneten Zeit sind, können wir natürlich auch noch ganz fundamental ansetzen und uns tatsächlich die physikalischen Spannungsverläufe anschauen. Es geht also um die unterste Ebene dieser Grafik, die bezeichnenderweise ja sehr detailgenau ist, weil tatsächlich sehen wir zwar hier einen Rechteckimpuls oder glauben ihn vielleicht auf weite Entfernung zu sehen, es sind aber keine rechten Winkel in diesem Bild. Also ja, soll heißen, die Impulsflanken sind nicht rechtwinklig. Also auf einer grundlegendsten Ebene der berechneten Zeit stoßen wir an die physikalischen Grenzen. Wenn wir uns solche rechnenden Maschinen anschauen, bezeichnenderweise erinnerte gerade Norbert Wiener 1949 daran, dass wir die Grenzen von analog und digital, kontinuierlich, diskontinuierlich nicht so starr ziehen, wie wir das oft tun, und setzte an zu seinem bekannten Zitat, also zu der bekannten Aussage, die ja auch gerne zitiert wurde: I want to make a distinction between the digital and the analogic. The distinction is not sharp. Every digital device is really an analogical device, which distinguishes region of attraction rather than by direct measurement. In other words, a certain time of non-reality pushed far enough will make any device digital. Nicht verwunderlich ist es, dass gerade Norbert Wiener darüber schreibt, denn ihm war die Radartechnik wohl vertraut. Erste Dauerstrich-Radaranlagen konnten bestimmen, aus welcher Richtung ein Flugzeug anfliegt, aber konnten tatsächlich nicht genaue Entfernungen angeben. Es wurde aber gerade vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und dem Luftkrieg notwendig zu wissen, wo denn tatsächlich sich Flugzeuge befinden. Deswegen wurden Dauerstrichradaranlagen von Impulsradaranlagen abgelöst, für die drei Dinge nun sehr entscheidend wurden für eine exakte Echoortung. Zum einen, dass der Ortungsimpuls im Bereich von Millionstel Sekunden liegt, denn schon wenige Messungenauigkeiten, da Radar ja mit Lichtgeschwindigkeit arbeitet, konnten Ortungsergebnisse enorm verfälschen. Zum Zweiten musste der Ortungsimpuls eine gewisse Identität aufweisen. Und drittens mussten die Ortungsflanken möglichst, die Impulsflanken möglichst steil sein. Die physikalisch notwendige Erscheinung von Impulsen für das Gelingen von Radartechnik erweist sich so als immer schon digital. Was auch analoge Radardenker gerade
schon zu Denkern des Digitalen macht, wie man in ganz vielen Radarhandbüchern der 60er Jahre auch noch nachlesen kann, wenn die Impulsflanken beschrieben werden. Genau, jene Time of Non-Reality ist also ein physikalisch bedingter Verzögerungsmoment, eine Trägheit, in den Worten von Julian Bigelow, ein Forbidden Ground in Between, der keinesfalls adressiert werden darf, aber sich physikalisch real in jedes Digitalgerät einschreibt. Ein nicht auszulöschender Rest des Realen, ein Rauschen des Realen oder in den Worten von Jörg Pflüger, ein Rauschen des Kontinuums. Hier rekursiert der originäre aristotelische Medienbegriff to metaxy auf Schaltungsebene und vor allem in zeitkritischer Lesart im Medium selbst. Pure Immediacy als Binärlogik unterster Ebene, wo das Zeiträumliche dazwischen sich selbst vergessen macht. Das physikalische Ereignis zählt hier nicht mehr als solches, sondern zugunsten seiner digitalen Logik mithin als Information und ist insofern symbolische Abstraktion des Realen oder in den Worten von Wolfgang Ernst. Tatsächlich bewahrt selbst das Bit einen kleinst denkbaren analogen Bezug zur Wirklichkeit, insofern es deren Impulse abbildet und in elektrische Signale umsetzt, unwillkürlich. Allein der parallele Effekt, die Rechenbarkeit dieser Impulse, unterscheidet das Reich des Digitalen von dem des nur Analogen. Der Begriff der Time of Non-Reality mag in dieser Hinsicht irritieren, denn tatsächlich ist es ja eine Zeit des Realen, beziehungsweise des Hyperrealen, eine ja physikalisch begründete Delay-Time, die für jedes digitale System tatsächlich die militärische Übersetzung des Wortes Delay-Time bedeutet, nämlich Todzeit. An dieser untersten Schicht endet notwendigerweise eine Suche nach der berechneten Zeit im Computer. Und es stellt sich allerdings noch immer die Frage, wo denn die berechnete Zeit eigentlich ist. Und damit möchte ich wieder auf Thomas Nückel verweisen, der uns nun erzählen wird, warum es vielleicht gerade Sinn macht, auf der Suche nach der berechneten Zeit den Medien ihre Eigenzeit abzulauschen. Genau, um das zu fassen, was Christoph Borbach gesagt hat, wir haben sie bis jetzt nicht gefunden, die berechnete Zeit. Es wäre auch vermessen, das hier anzunehmen. Wir haben aber auf unserer Annäherung doch einige Sachen noch rausgefunden, die wir erst experimentell untersucht haben, um dann zu einem zumindest medientheoretisch interessanten Ergebnis zu kommen, wie wir hoffen. Jetzt Daumen drücken, dass dann die Technik das auch macht, was wir wollen. Wir haben uns den Spaß erlaubt und den zellulären Automaten, also das Game of Life, tatsächlich als das, was er tatsächlich ist, wie wir herausgefunden haben, codetechnisch, nämlich als zweidimensionales Band von 16x16, also 256 Zellen, zu implementieren. Und wir können uns das mal anschauen. Der Automat wird im oberen Bereich des Bildschirms auftauchen. Er ist sehr schmal, naturgemäß. Man übersieht ihn leicht. Wenn Game of Life läuft, sind wir durchaus in der Lage, in kleinen Inseln gewisse Figuren zu erkennen. Blinker, Beehives und andere Objekte, die immer wieder auftreten. Hier ist es schwieriger. Während die Population noch lebendig ist, ist es beinahe unmöglich, mit dem bloßen Auge zu sehen, was vor sich geht. Was einfach daran liegt, dass wir keine Objekte haben, die wir mit dem Blick analytisch auf einmal erkennen können, sondern eben verteilte Objekte. Wenn wir jetzt hier hinsehen, sehen wir drei Blöcke. Jeweils die Ober- und die Unterseite, die eben verteilt sind. Da sie ja sonst aufeinander liegen, sind sie jetzt getrennt, da die Zeilen hintereinander gelegt wurden, auseinandergefaltet, so wie es ist. Ich lasse ihn nochmal laufen, damit Sie den Effekt haben, wenn Sie versuchen, während er noch läuft, gut, das war jetzt wirklich sehr kurz, Objekte zu erkennen, ist das sehr, sehr schwierig für das Auge. Wir haben uns jetzt überlegt, wie könnte man das sichtbarer machen? Wie könnte man das Visuelle weiter prüfen, ob es vielleicht möglich ist, hier trotzdem mehr zu erkennen? Wobei die Frage, ob diese Strukturen und ihre Erkennbarkeit etwas mit der Zeitlichkeit zu tun haben, natürlich in dem Moment noch gar nicht geklärt ist. Deswegen haben wir die Zeit T eingefroren, künstlich zum Raum, als Y-Achse. Sie sehen in der ersten Zeile oben die erste Generation zum Zeitpunkt T0, in der zweiten Zeile dann eben die Generation zum Zeitpunkt T1 und so weiter. Das heißt, Sie sehen die zeitliche Entwicklung jetzt eingefroren.
Und jetzt können wir sehr deutlich erkennen, dass schon da oben in dem Chaos ein Block existiert hat, den wir sonst nicht hätten wahrnehmen können. Das heißt, wir haben ja einen Gewinn des Visuellen. Das Problem ist aber, dass wenn wir überhaupt so etwas wie Zeitlichkeit suchen, wir sie hier ganz bestimmt nicht mehr finden. Denn alles, was hier noch ist, ist die Zeitlichkeit des Monitorbildaufbaus und nicht mehr die des real implementierten zellulären Automaten, den wir ja erst umgewandelt haben. Das heißt, selbst wenn wir Großstrukturen untersuchen, uns natürlich darüber freuen können, dass wir jetzt die Bereiche mit Chaos von denen, die geordnete Strukturen bzw. periodisch oszillierende Strukturen aufweisen, unterscheiden können, hat das immer noch keinen Gewinn in Bezug auf die Zeitlichkeit. Das hieß für uns, dass die Untersuchung, also auf der Suche nach der berechneten Zeit, an dieser Stelle irgendwie an ein Ende gekommen war, was das Visuelle betraf. Denn wir hatten jetzt nur die Möglichkeit, noch weiterzugehen, wieder Symbole zu verwenden. Das heißt, auf die eine Seite von Medienarchäologie zu wechseln, hin zur Mathematik und zur Logik. Und zu sagen, gut, wir untersuchen das einfach aufgrund der mathematischen Zusammenhänge, machen Komplexitätsanalysen. Dann sehen wir ja die Strukturen wieder, das ist ja kein Problem. Das hat ja Wolfram zur Genüge gemacht. Und dann Tschubauer und Mainz auch darauf geantwortet. Wir haben uns stattdessen was anderes überlegt. Und zwar würden wir gerne, und in diesem Sinne ist unser Beitrag auch eine Affirmation, auch für andere vielleicht zu probieren, das Ganze sonifizieren. Das heißt, den eindimensionalen Automaten zugrunde legen und den Zellen gewisse Tonhöhen zuweisen. Die Überlegung dahinter ist die folgende, und zwar eine zweifache. Auf der einen Seite sind Töne selbst als Schwingungsphänomene notwendig Zeitphänomene und stehen so dem, was Computer sind, die ja auch mit Schwingungen arbeiten, mit Oszillationen, näher als es der Blick ist, beziehungsweise Bilder. Das heißt, es hat sich für uns zwar immer angeboten, grafische Ausgabegeräte zu verwenden, weil wir seit Einführung der Zentralperspektive darauf geeicht sind, damit zu arbeiten. Aber es muss nicht notwendig schon immer so gewesen sein, wie verschiedene Autoren unserer Medientheorie ja auch beschreiben. Das heißt, der Versuch wäre, das 256 Zellen lange Band zu sonifizieren. Wir haben das kurz durchgerechnet, würde man Vierteltöne setzen zwischen die Zellen, wäre es nicht mehr im Hörbereich des Menschen, was am Ende rauskäme. Das heißt, man müsste mit Centbeträgen arbeiten, mit sehr kleinen Unterschieden und müsste versuchen, eine Skala aufzustellen, die nicht nur physikalisch Sinn macht, sondern die uns als westliche Musikhörer in einer gewissen Weise anspricht, sodass wir in der Lage sind, aufgrund der Intervallschichtungen oder der Akkorde zu erkennen, was vor sich geht. Das wäre zumindest ein Versuch, der interessant wäre. Vertonung von zellulären Automaten gibt es ja schon. Also Yannis Tsenakis hat in den, ich glaube 86, ein Stück namens Horus komponiert. Wir nennen den Beitrag auch Miranda und Kirke, die in jüngerer Zeit tatsächlich Game of Life vertont haben. Die verwenden aber zweidimensionale Spielfelder oder auch Würfel und wollen damit eigentlich nur komplexe Muster erzeugen bzw. interessante Stücke. Also ich sage nur, weil unser Ansatz kein ästhetischer wäre, was auch seine Berechtigung hat, sondern ein ästhetischer. Die Aufgabe, die wir uns damit gestellt haben, wäre also zumindest zu versuchen, ob man im Bereich des Auditiven und des Sonischen vielleicht eher an das herankommt, was man Zeitlichkeit oder Prozesshaftigkeit der Medien nennen könnte. Ob wir dort in diesem Raum, der kulturell nicht so ausgeprägt ist wie der Blick bei den meisten Leuten, etwas finden, was vielleicht neue Wege oder Zugänge eröffnet hin zu technischen Medien. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Aufspaltung der drei Dimensionen in zwei, die Zeit und die Strecke. Auch hier haben wir mal wieder die Zeit, um den beiden zu diskutieren. Ja. Vielleicht am Schluss kam ich mir jetzt vor, als wenn ich so einen Cliffhanger erleben würde. Weil gibt es schon einen ersten Versuch, wie sich das jetzt anhört? Es gibt einen Versuch, wie sich so ein Cluster anhört mit 256 Zellen. Aber es steht noch keine Logik dahinter. Wir haben uns noch nicht überlegt, sowohl physikalisch wie hörphysiologisch, wie man die Abstände zwischen den Zellen aufbauen müsste, damit das sinnvoll ist. Bis jetzt haben wir nur sehr viel überlagernde Schwingungen. Mehr ist das noch nicht. Ich glaube, dass selbst die Schwingungen interessant sein könnten in dem Moment, wo das Ganze wieder zeitkritisch wird und die Generationen, die ja jede Zelle zugleich abspielen, dann eben nacheinander abgespielt werden. Also wir werden versuchen, das in Supercollider zu implementieren und dann uns das mal anzuhören einfach. Schön, der Herr Miyazaki, ne? Anderes? Eine Frage?
Dann möchte ich nochmal, vielleicht habe ich das nicht richtig verstanden oder gehört, eine genaue Definition, was denn die berechnete Zeit sein soll, die ihr sucht. Also vielleicht könnt ihr das nochmal in einem Satz als Definition zusammenfassen, weil es ja doch letzten Endes ein sehr, also jetzt auch bei der Versuch zu sonifizieren, entsteht ja wiederum eine Zeit, die nicht die eigene des Algorithmus oder der Berechnung selbst ist, sondern wieder nur aus Schwingungen entsteht. Aber was ist das Grundelement, dem ihr auf der Spur seid? In drei Sätzen könnte ich versuchen. Ja? Ja. Also Kittler hat einen Vortrag gehalten, dem er am Anfang sich entschuldigt und meint, wir haben den Titel nochmal geändert, nämlich das berechnete Bild zum errechneten Bild und darüber diskutiert, was der Unterschied ist. So ein bisschen beziehen wir uns da drauf, versuchen aber mit diesem Titel den Terminus eher weit und frei zu halten und ihn eben nicht festzuschreiben auf einen bestimmten Begriff. Das wäre verfehlt, zu Beginn dieser Untersuchung das schon zu machen. Und schließlich ist für mich fraglich, ob die tatsächlich benötigte Zeit für einen Algorithmus wirklich die Zeitlichkeit ist, die wir suchen. Denn die Differenz zwischen Zeit und Zeitlichkeit ist vielleicht doch eine, die man erstmal aufmachen muss, bevor man sieht, da ist überhaupt nichts dran. Deswegen. Direkt dazu, weil Sie ja auch mit Heidegger argumentieren. Vielleicht ist in dem Zusammenhang interessant, die Unterscheidung, die Heidegger in Sein und Zeit macht zwischen Zeitlichkeit und Temporalität. Wäre das sozusagen als operative Zeitlichkeit für Sie nützlich? Also ich denke, um Heidegger kommt man nicht drum herum, wenn man etwas sucht, was nicht direkt in dieser Technik drin ist, im Vorhandenen. Das ja, würde ich genauso sehen. Dankeschön. Ich habe noch mal eine Frage zu dieser einen Grafik, die mir nicht so ganz eingängig erschien, und zwar die Grafik, wo es von dem Opcode sozusagen in die eigentlich serielle Spannung geht, denn so ist es ja eigentlich nicht richtig, weil der Opcode liegt ja parallel vor in der Maschine, weil sie ja so und so viel Bit hat, und am Ende wird eigentlich was sozusagen insinuiert, was schon fast wie so eine Oszilloskopverlauf aussieht, der seriell ist, aber diese Serialisierung, die ist ja eigentlich nie da. Das ist richtig, und für diese Übersimplifizierung müssen wir uns auch entschuldigen. Es war uns in dem Beitrag wichtig, auch Leute abzuholen, die noch nie etwas mit Assembler oder Retrocomputing zu tun hatten. Und deswegen arbeiten wir damit. Tatsächlich ist das natürlich nicht der Spannungsverlauf, der genau... Genau, also das ist, ja. Deswegen ist auch diese... Später geht es dann ja um die schrägen Flanken, die sind so auch nicht richtig, weil es ja einfach um Zustände und Spannungen geht und nicht um eine Serialisierung, die von links nach rechts oder rechts nach links zu lesen ist, sondern die einfach parallel da ist. Den möchte ich nicht wieder. Ja, danke für die Anmerkung. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, während wir auf den nächsten Teil weiter warten.